Also, meine schrecklichen Helden, heute ist der große Tag. Ja, der Tag, an dem wir gewinnen. Und ihr landet auf dem letzten Platz. Ja, auf dem allerletzten. Was ist, wenn sie recht hat? Was ist, wenn wir wirklich die Letzten werden? Ach, bleib locker. Ich hab alles unter Kontrolle. Die Killerboy Reds Karten gehören schon mir. Schatz, ich bin schon ganz aufgeregt. Noch viel aufgeregter als Peter. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserem allerersten Schultalentwettbewerb. Als erstes sehen wir Alf. Und er versucht, den Schulrekord im Superhandstand zu brechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Los, zeig, was du drauf hast. Acht, neun. Also, als nächstes haben wir Gregor mit seinem genialen Gehirn. Stellt mir eine Frage, ganz egal welche. Und ich kann euch bestimmt die Antwort sagen. Wer hat das Telefon erfunden? Das ist leicht. Alexander Graham Bell. Was ist die Hauptstadt von Portugal? Kinderspiel, Lissabon. Wer hat letzte Woche Linda die Antworten des Mathe-Tests für eine Tüte Süßigkeiten verraten? Ich war das. Das will ich genauer wissen. Ja, nun, so viel zu Gregor und seinem Gehirn. Und als nächstes sehen wir Laura und ihre Bauchrednerpuppe Dummerchen Susi. Ja. Warum kann meine Nase nie aufwärts laufen? Na, weil sie keine Süße hat. Das hätte ich doch sagen sollen. Du hättest sagen müssen, woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Die sind echt gut. Zu gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Publikum wirklich was zu lachen hat. Was hast du denn vor? Sie werden die Bühne gleich etwas überstürzt verlassen. Jetzt sag endlich was, Dummerchen. Voller Erfolg. Das war wirklich gemein von dir, Henry. Oh je, und jetzt kommt der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben. Ich möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen für Henrys schreckliche Helden. Zwei, drei, vier. Verschwinde! Sie haben ja nur so getan! Ins Direktorat, auf der Stelle! Du auch, Bert! Ganz schön frech! Mein doofer kleiner Bruder wird gewinnen. Dann sehe ich die Killerboy Reds doch noch. Oh, du schrecklicher Junge. Gut gemacht, Peter. Unser begabter Engel. Ja, gut gemacht, Zwerg. Wer hätte gedacht, dass dein Cello mir die Karten fürs Killerboy Reds Konzert verschafft? Das ist mir das dreimal Nachsitzen wert. Kill, Road, Kill. Was ist das? Echt super, oder, Henry? Wir sehen uns alle zusammen die lustigen Hippos und Eis an. Was? Nein! It's so easy being me. I'm Hard Henry. Josie, auf meinen Kopf! Ja!
Martin, warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2-1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Oh, was soll ich jetzt machen? Schieß zu mir! Foul! Nehmt ihn den Ball ab! Schaut, da drüben! Sieh doch, da drüben. Das ist eine Katze, du Blödmann. Ja, nur eine Katze, Blödmann. Könnte aber ein Babyberglöwe sein. Ha! Aus! Es steht unentschieden, 2-2. Ich habe 2 Tore geschossen. Ich bin der beste Spieler. Nein, bist du nicht. Ich bin die beste Spielerin. Ruhe! Ich habe noch nie so ein skandalöses Beispiel von schlechtem Sportgeist gesehen. Faulen, rempeln, drängeln. Keiner von euch verdient es, bester Spieler zu sein. Aber Frau Streiter! Ich habe beschlossen, dass wir ein Elfmeterschießen machen. Henry gegen Laura. Okay, cool. Bert kann im Tor stehen. Nein, Henry. Um jede Möglichkeit zu schummeln auszuschließen, spielt ihr diesmal gegeneinander. Du gehst als Erster ins Tor. Dann stehst du aber ziemlich dumm da, Henry, wenn du gegen ein Mädchen verlierst. Da sieht man mal, was du von Fußball verstehst. Das war mein berühmter Po-Abprallsprung. Frau Streiter, das ist nicht fair! Tausch die Plätze. Du gehst jetzt ins Tor, Laura. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen, Henry. Nicht hinter der Linie. Beeilung, wir haben nicht ewig Zeit. Tor! Ja, wusch! Ich habe ihn reingedonnert. Nun, ich habe das entscheidende Tor geschossen, also bin ich wohl die beste Spielerin. Sie meinen... Ja, stimmt genau. Ich bekomme die Karten. Aber das ist gemein! Ich glaub's nicht, dass sich Frau Streitachs die Karten gekrallt hat. Sie interessiert sich gar nicht für Fußball. Fußballkarten? Was soll ich denn damit anfangen? Ich fahre doch nicht den weiten Weg nach Manchester, um ein paar überbezahlten Dummköpfen zuzusehen, wie sie hinterm Ball herlaufen. Aber Mutti... Es muss doch jemand anders geben, der mitgeht. Junger Mann, dich kenne ich doch, oder? Ja, du bist der nette junge Mann, der mir heute Morgen geholfen hat. Hier, die schenke ich dir. Nein, Mutti, das geht nicht. Nicht ihm. Warum nicht? Es ist meine Karte. Und die kann ich schenken, wem ich will. Nein! Ja! Gern mit dir einkaufen. Natürlich darfst du, Peter. Raus, Henry! Das ist gemein. Du nimmst Peter ja auch mit. Wieso darf ich nicht? Weil ich vom letzten Mal noch genug habe, als du dabei warst. Das war bloß ein Versehen. Ich bin ganz brav. Versprochen. Ich will dir nur helfen. Bitte. Gurke, Tomaten, Salat.
gesagt, ich darf den Einkaufswagen schieben. Du warst das letzte Mal dran. Papa! Henry lässt mich aber nicht. Sei nicht so gemein, Henry. Schon gut. Peter kann ihn schieben. Mir ist egal, was... Was hast du gesagt? Peter kann ihn schieben. Das macht mir nichts. Geht es dir auch gut, Henry? Alles bestens. Dann sehr gut, sehr gut. Brav sein ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht. Wie wär's mit Lauch und Brokkoli? Ja, aber Mama mag lieber Blumenkohl. Gut. Henry, wir brauchen noch Bohnen. Ich weiß, wo die sind, Papa. Ist ja gut. Ich mach das schon. Das sieht vielversprechend aus. Henry, nicht! Stimmt, ich darf ja nicht. Henry, was machst du denn? Komm bitte sofort da runter. Schon gut, Papa, ich hab sie. Ich hab die Bohnen, Papa. Gleich gibt's Essen. Peter, kannst du... Den Tisch decken? Ja, mach ich. Warum darf ich nicht? Ich will heute mal den Tisch decken. Na schön, Henry, aber mach mir ja nichts kaputt. Ich darf aber sonst immer den Tisch decken. Lass los! Du lässt los! Na gut, wenn du unbedingt willst. Danke, Peter. Das hast du prima gemacht. Henry, setz dich ordentlich hin. Ich sitz aber doch ordentlich. Oh, ja, stimmt. Tja, dann schlürf deine Suppe nicht. Ich schlürfe nicht. Und die Suppe habe ich schon gegessen. Du meine Güte. Henry, du bist aber brav. Ich hab meine Suppe auch schon gegessen. Au! Peter hat mich getreten. Peter? Ich weiß, was du vorhast. Du bist nur so brav, damit du zum Volksfest gehen darfst. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß es. Ach nein? Nein, denn früher oder später stellst du was Schreckliches an. Das machst du immer, Stinker. Ich verzeih dir. Mama, kann ich auch was im Garten machen? Du? Wieso? Um dir zu helfen, natürlich. Also, da gibt es schon was, das du machen könntest. Igitt! Du hast gesagt, du willst mir helfen. Das ist gut für die Rosen. Bäh! Pferdeäpfel schaufeln. Wehe, wenn das umsonst war. Da ist er. Ha! Mein Feind! Ahoi! Hau bloß ab, Laura. Für dich immer noch, Captain Laura! Mach dich gefasst auf einen Kampf! Angriff! Gib auf, du Wurm! Na gut. Was? Ich ergebe mich. Nein! Erst musst du kämpfen, damit wir dich festbinden und Kiel holen lassen können. Dann ergibst du dich. Heute nicht. Ach, das langweilt. Komm mit, Peter. Dann spielen wir eben Papi und Mami. Komm zurück. Du musst ihn dazu bringen, dass er kämpft. Ha, netter Versuch, Peter. Henry! Das wagst du nicht. Henry, ich... Peter, wieso hast du das gemacht? Weil Henry nicht gemein zu mir sein will. Peter, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Henry, ich hab's mir überlegt. Du darfst mit zum Volksfest. Ja! Thank you.
Soll ich mit dem Karussell fahren oder Ringe werfen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde, da Henry heute so ein braver Junge war, soll er entscheiden. Okay, ich entscheide. Oh, danke, dass du mich ganz vorne sitzen lässt, Henry. Aber die Fahrt wird doch nicht zu wild, oder, Henry? Nein, zumindest finde ich das überhaupt nicht. Du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Oh je. Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. Henry, du sollst doch nicht rülpsen. Aber das... ist mir so rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hi-ya! Ah! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe. Mieze! Ich dachte, du bist im Bett. Ich wollte Herrn und Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Oh, danke, Henry. Der Lachs! Komm mit, Herkules! Wir gehen! Herr Stumm, ich entschuldige mich für unseren Sohn. Bitte feuern Sie mich deshalb nicht. Sie feuern? Wieso sollte ich das tun? Ich habe mich amüsiert. Aber... Die meisten Einladungen sind sowas von langweilig, aber der heutige Abend war alles andere als das. Vielleicht wollen Sie Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Ja, natürlich. Frau Stumm, möchten Sie nicht wenigstens noch für die Mousse Schokolade bleiben? Keine Sorge, mein Freund. Als ich so alt war wie du, hat man mich den rasenden Reginald genannt. Wirklich? Man wird dich dafür bestrafen. Ja. Ja, mich auch. Du bist gut, Henry. Aber als ich älter wurde, habe ich gelernt, es gibt immer einen, der besser ist.
besser als Henry der Schreckliche.